Was? Ich hatte nicht. Zuerst gehen wir ins Fernsehen. So. Was? Los, los. Los, los. Okay. So. Das leichte. Also mein Papa Seins ist so. So meinst du von Papa. Der hat so ein Ding. Das ist nicht groß. Das, so von meinem Papa, bitte, ja. Das ist so. Das gibt es gar nicht. Das so. Gibt gar nicht, weil mein Papa gesagt, wenn ich einmal, ich habe auch einen, der ist rosa, der ist nur so, mit dem spiele ich den ganzen Tag. Und der Papa hat gesagt, wenn ich mal groß bin, also alt bin, kriege ich auch so einen großen, so. Hat er gesagt, der ist dann genauso super und schwarz. Schwarz. Eicher ist schwarz. Ja. Nein, nicht Eicher, Ermseiner. Die Mama, der sind nicht einmal angreifen, da wird er voll böse. Die hat das einmal hingegriffen, da ist er so heiß geworden, da hat gesagt, er schiebt mir jetzt gleich wieder rein. Mein Papa spinnt da einmal. Also, da ist auch immer, also wenn die Mama hingreift, ist. Da ist aus. Und manchmal, wenn es gibt so Sachen, manchmal, da sagt er, wenn irgendwas kaputt ist bei dem, oder es ist nicht ganz so richtig gemacht worden, dann tropft es. Da ist ein Loch, da tropft es. Das so ein Lackerl ist dann, da tropft es dann Wasser. Das, also, so. Das ist, es ist wie ein Rohr. Ein Zusrohr. Ein Zusrohr, und das hat ein Ding, so ein. Na, wie soll so ein Loch, wo es dann Wasser tropft, wenn es hin ist? Wenn es nicht hin ist, nicht. Unsere tropft nicht. Ne? Nein, unsere, der hat einen Fiebermesser. Was? Trinkstecken? Ja, am Ding um ist ein Fieber. Und wenn der ganz aus, dann ist er heiß. Einmal habe ich hingegriffen, piff, du deppert. Da hat dann der Papa gesagt, ich muss zur Mama gehen und die tut dann blasen, dann wird es wieder gut. Bin ich zur Mama gegangen, die hat blasen, ist wieder gut geworden. Da greife ich nicht mehr hin. Ja, und bei uns ist es so, also die Mama darf im Papa sein gar nicht angreifen. Mein Papa hat einmal gesagt, wenn er einmal viel Kohle hat, dann sagt das der ganzen Familie. Und dann hat er viel Kohle gehabt und dann ist die ganze Familie da gestanden, alle haben so gesagt. Und dann hat mir der Papa rausgeholt und da haben sie gesagt, Pfau. Dabei schaut das gar nicht aus wie ein Pfau, wie ein Lokomotiv schaut es aus. So ein Rohr. Für uns war es auch lustig, wie der Papa sich erst einmal wie einen Zack gesagt hat. Auch alle da gewesen, ja. Und alle haben. Ja, aber gut. Pfau. Das ist ja Wahnsinn. Und, aber die Mutti darf ihn nicht angreifen. Nein, das ist... Nein, weil der Papa hat gesagt, das ist sein Ding und sie ist halt dort und das ist sein Ding und sie braucht da gar nicht. Einmal habe ich mit dem Papa das Ding gemeinsam reingesoben, wenn wir fertig waren. Habe ich es reingesoben, ich hinter ihm und gemeinsam haben wir gedacht und haben ihn reingesoben. Und dann war er wieder weg und dann hat die ganze Familie dann gesagt, nicht mehr Pfau, sondern nur oh. Eine Sondersendung von M4 TV. Achso, geht's also? Nicht der Papa, der das nimmt, wenn er ihn rausnimmt, dann macht er alles heiß. Mhm. Wenn der Fieber mit so ist, dann ist alles heiß. Mhm. Genau. Und dann sitzen alle da und. Und dann, er sagt immer, also die Mama hätte es gern wach und ein paar haben von der Familie gesagt, sie wollen das, was dann, wenn das Ding dann heiß ist, dass es mehr hart, also nicht ganz hart, sondern so ein bisschen so mittelweich. Weißt du, so, das hängt dann runter und am besten ist, haben sie gesagt, wenn es blüht. Sagen wir, das mag die. Die blüht nur. Das ist komisch. Es ist der Papa hat ja schon voll viel gemacht damit. Meiner. Ja, meiner hat. Meiner hat Schwein. Viel Schwein. Da hat er sagt immer, wenn er Schwein hat, dann passt alles. Mhm. Der Papa hat Gemüse auch schon. Das geht auch. Sagt so der, lustig. Diese Zucchini. Zucchini. Oder schon. Genau, und die Antisocken.
Antisocken haben wir, jetzt weiß ich es, wir haben einmal Antisocken, die legst dann auf das Ding und dann wird die Antisocke, wird ganz anders von der Farbe, die ist vorher so viola, wie ultraviolett und dann ist dunkel, Dings, also so ein bisschen ins kariert bunte. Und unser Ding hat... Das kriegt unser, so Rippen, und, so Rippen. Rippenkrebs. Da legst du die Sau am Anfang auf, da ist so... Und das ist, was tropft. Und dann wird das so... Kriegt lauter so... Das schaut komisch aus. Ich mag das nicht, wenn es so... Und unser Ding hat einen Deckel. Gell? Unser schon? Ein Deckel? Ein Deckel? Aus dem Topf auch? Das ist kein Topf. Das ist das Dings. Unser hat Rahl drauf. Nee, unser so. Unser hat größere Rahl. Der Papa muss surfen und dann, wenn es dann da steht, dann ist der Papa voll wichtig. Ach so? Ja, und dann macht er alles heiß. Meine Mama dann sagt alles heiß. Meine Mama und wenn dann alles dreckig ist, meine Mama sagt, ist der Papa nicht mehr da. Genau. Dann muss Mama muss dann wieder. Mama reibt dann immer die Putz, alle Reihen so, ja, die ganze Zeit. Und so putzt sie es. Weil der Papa kann dann nicht mehr putzen. Genau. Weil der Papa lädt immer ein bisschen Bier. Der Papa sagt, er kann nicht putzen. Obwohl er sagt, also die Mama sagt, du musst putzen, weil du hast einen Fetzen. Aber sie sagt immer, der Papa hat einen Fetzen, aber er kann nicht putzen. Das verstehe ich nicht. Immer wenn, das wenn ist für uns auch so. Weil der Papa lädt immer Bier auf ein Ding auf. Auf das Ding? Ja. Genau. Und selber. Genau. Und dann hat er dann hat er einen Fetzen und den sieht man nicht. Da kenne ich mich nicht aus. Also putzen tut es dann immer die Mama. Genau. Mit dem Fetzen vom Papa. Ist lustig. Nächster Begriff. Maltrommel. Wie heißt denn der Eicherne? Das ist ja so. Da steht so ein Asyl. Bei uns ist es. Da müssen wir jetzt den Obst drüber legen. Genau. Mhm. Du darfst nicht. Das darfst du nicht sagen. Ach so. Du darfst gar nicht. Das ist so der lustig. Das darf man nicht sagen. Nein, das müssen ja die Leute wissen. Genau. Was man sagen darf, ist zum Beispiel, der Name, pass auf, fängt an, so wie dein Name. Was war das? Nicht so viel verraten. Dein Fuhren, das umgekehrte M, was du hast ein M vor. So, ne? Aber dein M ist andersrum. Ne? Mhm. Darum heißt du nicht Malta, sondern. Genau, ne? Malta. Und wenn man das jetzt hernimmt und umdreht, und dann steht da das verkehrte M, und dann hinten eine männliche Sau. Also die Mann von der Frau Sau hinten. Also M umdreht und Frau Sau dazu. Aber wie es normal anders heißt, Trickser. Nein, das darfst du nicht sagen im Fernsehen. Nur M umdreht, Sau. Männliche Sau. So. Und ganz hinten, da gibt es einen Ruprecht, der hat vorher Piep, 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 Ruprecht und das steht nach dem M, männliche Sau, Ruprecht, statt Ruprecht. Genau. Das ist voll. Das ist, ich glaube, so heißt unserer. So ist er. Wie heißt du? Ich darf es nicht sagen. Ach so. Also, wenn Sie es da nicht erraten, sag ich einmal, dann müsst ihr es unten einblenden. Wie das tut! Unseres macht. Nein. Unseres macht ganz anders. Wie denn? Gäh. Ich habe noch nie ein Ding gehört, das macht. Unseres macht. Meins, pass auf, meins macht. Meins, also das vom Papa, ja, das macht. Und am Schluss. Unser Dings, der macht. Am Schluss, wenn er es drüber schützt, macht. BUM! Einmal hat es gemacht. Ein einziges Mal, da hat die ganze Familie aber schön geschaut. Die waren alle lackiert nachher. Puff!
Der Papa gesagt, es darf nie irgendwas puffen. Bei uns ist es so, bei unserem Ding ist es so, wenn der Papa den Deckel runternimmt, du siehst ihn ein paar Minuten gar nicht. Echt? Weil da ist er eingeraucht. Okay, der Papa, der ist einer auch so oft eingeraucht? Da raucht er sehr. Wenn er den Deckel aufmacht, raucht er sehr. Und dann macht er... Und dann Papa schimpft immer mit der Mama. Ja. Wenn die Mama immer zu Spock kommt mit dem Fleisch. Mhm. Weil der Papa sagt, er wird er wild und sagt, man tut mal und schaut mal, dass wir einfach gemütlich beieinander sitzen. Genau. Du wirst nicht fertig. Die Mama. Ja. Mutti! Mutti, ich bin im Fernsehen. Nein, wir wissen es nicht. Ne, wieso, ich weiß es nicht. Der war mit, auf einmal war er da. Genau. Da hat einer was erfunden, vor so vielen Jahren, hat das hergestellt und hat gesagt, was ist das? Und einer hat gesagt, schau, das wird... Dann war er da. Das darfst du nicht so. Nein, ups. Ach so. Ja. Genau, so war es. Der ist rausgefahren mit so einem Ding, so wie mein Name Der Papa ist hergefahren und hat gesagt, was ist das? Und alle sind nochmal da gestanden und haben gesagt, schau das, wie ein... Genau, das war's. So ist das Dings erfunden worden. Genau, so wird das meiste erfunden. Mhm. Das stellen sie her und dann sagen sie, was ist das? Und dann sagt einer, ein Vorrau. Und der hat einen Deckel drauf gemacht. Du bist so gescheit. Mit dem Fiebermesser. Genau. Super. Ja, aber für was wir es brauchen, habe ich nicht kapiert bei dir. Mir ist dauernd mein Zipfel ins Gesicht gehängt. Ich habe mir mit dem Zipfel gespielt und habe nichts mitgekriegt. Das hat der Papa immer gesagt, du sollst ja nicht so viel mit Zipfel spielen, da kriegst du nichts mit von der Umwelt. Soeben hat uns eine Sondermeldung aus dem Newsome ereilt. Als Roosevelt-Zwischenfall könnte man die ungewöhnlichen Vorkommnisse, die es am 21. Dezember um 6 Uhr früh auf einem freien Gelände Mauer Öhling gegeben hat, bezeichnen. Laut Einsatzkommando und Augenzeugen soll dort ein UFO gelandet sein. Wir schalten deswegen direkt zu unserer Außenkorrespondentin Britta Schweinhage. 9.45 Uhr, wie wir hier sehen, landet im Moment der Hubschrauber, der von Regierung Niederösterreich von Bürgermeister Dirnberger angefordert worden ist. Ich werde sehen, dass ich etwas näher an die Landestelle herankomme, um Ihnen vielleicht auch vom Piloten die ersten Eindrücke hier aus Öhling vom Platz des Niedergangs des Ufers bringen kann. Bis gleich. Am Dienstag haben wir erst die Reibe gestutzt und jetzt ist alles hin. Da schaut sich das an, was da viele Leute umeinander kriegen. Ich kann blären. Wie sieht denn das aus? Ich fahre einmal mit der scheiß Kamera. Seien Sie so gut, unser Kameramann muss natürlich seinen Job machen, genauso wie hier auch die Polizei und die Cobra. Wer hat denn die angerufen überhaupt? Eine Kibra haben wir angerufen. Ne? Was ist ein Kibra auf Deutsch? Also die Polizei hat mich angerufen. Ja. Und was haben die Ihnen gesagt? Ja, dass irgendwas angestürzt ist auf mein Grundstück und ich soll sofort herkommen. Und ich fahre her und da trampeln sie alles nieder da, die offen. Wie sieht denn das aus? Sind Sie überhaupt versichert für solche Unfälle? Ein Scheiß bin ich, gar nichts bin ich versichert. Ich hab nur Bredeln jetzt. Alles hin. Ja, es ist der Bericht eingegangen, dass die Regierung, dass Unfallstelle in Öhling ist, wo ein UFO gelandet ist mit technischen Problemen. Das Ministerium ist bereits verständigt. Es sollte um ca. 10 Uhr ein Hubschrauber des Ministeriums landen und sie werden dann nähere Sicherungsarbeiten vornehmen und das genauer untersuchen. Ja, für mich ist es ein Rätsel, ich sage es ehrlich. Irgendwie ist es ein Rätsel, weil man niemanden sieht dort. Man sieht ja niemanden, irgendein Besonderes, wie das gelandet ist. Das ist die Frage, weil man sieht ja niemanden. Ist absolut richtig, auch wir vom Fernsehen sind eben informiert worden von Öhlingern, die gesagt haben, hier ist irgendwas passiert, kommt. Man sieht hier drüben, jetzt kann ich das erkennen, einen Cobra-Mann, dort hinten ist die Polizei. Was glauben Sie, wird heute hier noch geschehen? Ja, es traut sich immer keiner zu. Ich glaube, die Leute fürchten sich vor dem, weil es so raucht, dass sie mit Gift oder was tun, das weiß man nicht, weil das so komisch raucht. Es riecht ein bisschen, es riecht ein wenig.
Im Moment können wir noch gar nicht sagen, liebe Zuschauer, wo es hier hingehen soll, ob da tatsächlich Leichen jetzt auch aus dem UFO geborgen werden konnten. Im Moment ist der Sarg auch nur vor dem UFO abgelegt, sprich, wir warten noch auf weitere Informationen und werden die selbstverständlich sofort an Sie weitergeben. So, wie wir jetzt im Moment hier sehen, wird der erste Sarg herangetragen. Wie sieht es aus? Ist dort jetzt schon ein Außerirdischer drinnen? Wir dürfen keine Auskunft geben. Keine Auskunft. Auf Gottes Willen. Was haben Sie gerade hier in Ihren Hubschrauber geladen? Ein Kommentar. Sagen Sie uns ganz kurz, was hier jetzt passiert mit dem, was Sie in den Hubschrauber geladen haben. Wo geht es hin? Sicherung für die... Wo geht es hin? Wir können nicht starten sonst. Wo geht es hin? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wer hat Sie denn geschickt? Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Das ist alles geheim. Bitte. Vielen Dank. Danke trotzdem. Guten Flug. Wiedersehen. Ja. Bitte. M4TV für Sie, für das Mostviertel. Mit uns sind Sie im Bild. Weltuntergangsstimmung also in Maueröhling. Nach Angaben des Bundesheeres und der Feuerwehren ist das UFO bereits evakuiert worden und vom Urlrat der Faschingsgilde aus dem Ibstal wurde die UFO-Landeaktion als gestellte PR-Aktion enttarnt. Soweit zu den Nachrichten aus der Region. Auf Wiedersehen.